Der hat sich gerade, glaube ich, auch verarscht gefühlt. Aber auch ein Erzmagier stirbt schnell, wenn man ihn im Nahkampf angreift. Und der Computer ist ja... schützt seine Einheiten nicht immer unbedingt gut. Von daher... ist aber immer noch Vormittag, oder? Ja. Das heißt, gleich ist Nachmittag, das heißt, ich werde jetzt nächste Runde keine Einheit bewegen. Außer mich noch ein Feld vorwärts. Ja doch, ein Feld vorwärts kann ich noch machen. Ich will halt in Angriffsreichweite sein, ohne selber... Er wird... Das ist bei den meisten Gegnern ist das in Westnot so, wenn da eine große Wolke an Einheiten auf einer Stelle ist, dann werden die greifen einzelne Einheiten eher an als so Einheitenformate. Okay, er hat den Magier getötet. Das hat er sehr gut gemacht. Seine komische Verstärkung da unten eigentlich bewegt. Ach komm! Mach das einfach nochmal genauso. Ganz ehrlich. Konnte ja keiner mit rechnen, dass der da direkt auf Ultra-Tuchfühlung geht. Ich mag, diese Reiter sind cool, wenn es die eigenen sind. Boah, wir seit wann können die so weit gehen? Nächste Runde gehe ich zum Angriff über. Okay. Würde ich mal sagen. Gibt ihn. Und zwar richtig. Go Grü. So. Vergiften natürlich. Nicht vergessen, wofür ihr hier seid. So. Nee, komm. So, dann machst du. Dann machst du den halt weg. So, und dann vergiften. Zack.
so, der wird sich nicht mehr trauen, irgendwen anzugreifen, glaube ich. Es ist noch nicht mal das letzte Szenario, wundert mich. Weil Graf Landbech ist doch hier der... der Oberbösewicht. Of Doom. Ganz wichtig. Nicht irgendein Bösewicht. Das ist der Bösewicht of Doom. Halt. So. Zack. Ah, der lebt ja auch noch. Hätte ich den fast vergessen. Gut, 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 gut. Die meisten sind entweder vergiftet oder hart geschwächt. Scheint ihm echt, die Vergiftung scheint ihm echt nicht so geil zu gefallen. Nein, Jetor. Egal. Da muss ich jetzt mit leben, dass der gestorben ist. Was? Der kriegt nachts Unterstützung? Wie unfair ist das denn? Ich dachte, wenn ich jetzt nachts angreife, habe ich so einen Vorteil. Wie unfair. Vergiften. La 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 la. Keine Heilung für dich. So. Dead. Da reicht auch weniger starker Angriff. Es wäre geil, wenn ich Graf Landbech da raus triggern könnte. Irgendwie. So. Zack. Stellt sich da einfach mal nur so fordernd hin. Den kann ich noch vergiften. Sache ist ja, wir brauchen Zeit. Wenn ich gerade Graf Landbech da raus triggern kann, dann dann wird's richtig cool. Weil dann kriege ich die nächste Runde auf jeden Fall besiegt. Ich habe nicht mehr viele Einheiten hier stehen, muss ich dazu sagen. Aber er bildet ordentlich aus. Komm schon. Mach den Fehler. Das sind schön viele Einheiten, die du angreifen kannst. Nee. Warum kommt der nicht? Warte mal, wenn ich den Bogenschützen hier seitiger, sie kommen nicht durch. Es sei denn, was mit seiner Kontrollzone? Wenn ich die auch noch wegmache. Sie kommen trotzdem nicht durch. Und es wäre Selbstmord, da einfach durch, einfach reinzurennen. Schade. Schade. Was ich machen kann, ist... so.
kommen der Sache auf jeden Fall näher. So, ich müsste nächste Runde theoretisch, wenn der mir nicht den Weg verstellt, in der Lage sein, da durchzurennen und den anzugreifen. In der Theorie. Praxis sieht natürlich anders aus, aber in der Theorie müsste es klappen. Oder noch besser, Graf Landberg himself kommt aus seiner Grotte gekrochen. Und hört auf, sich da zu verstecken. So, Moment. Wenn die Kontrollzone von dem Typen wegfällt, dazu müssen wir ihn angreifen. Wenn zwei, am besten wäre es, wenn Grü an ihn drankommt. Du bist eh zu weit weg. Okay, das ist schon mal nicht so gelaufen. Ich meinte, wenn du... Also, es ist mir jetzt gerade erstmal egal. Ich will erstmal wissen, ob es theoretisch möglich wäre. Ja. Wäre es. Das ist sogar praktisch mit den Einheiten möglich. Ich würde sagen, wir haben gewonnen. Ich muss jetzt nur noch eine Möglichkeit finden, dass das Ganze auch so, also richtig funktioniert. Jetzt muss ich mir erstmal irgendwie eine Strategie überlegen. Also an sich ist das... Von euch beiden kommt, glaube ich, eh keiner dran, oder? So, Grü. Dann greife ich mal eben hier oben ein bisschen an. So, und jetzt eins. Der kann es schon reißen. So, 13. Ja! Geil! Hogwart, der Dritte. Einen Moment! Was um aller Welt geht hier vor? Hogwart? Ihr taucht immer zur falschen Zeit auf, mistige Allianz. Pah! Was denkst du, wer du bist, Menschenwurm? Ich bin Hogwart. Marschall der Nordallianz, Nachfolger von Raoul dem Ersten. Dies ist ein reiner Gebietsstreit, Hogwart. Die Nordallianz hat kein Recht, sich einzumischen. Haltet euch da raus! Den Teufel werde ich tun, Graf Landbeck. Die Nordallianz war Zeuge des Vertrags zwischen euren Leuten und den Orks vor etwa 27 Jahren, den ihr beide hier und jetzt ohne Zweifel verletzt. Es ist unsere Pflicht, als Garant und Zeuge des Vertrags darauf zu achten, dass er auch eingehalten wird. Schön, gut für euch. Tatsächlich ist dieses Land durch euren ehrwürdigen Vertrag als rechtmäßiges Eigentum der Menschen festgelegt. Wenn ihr also so darauf Wert legt, fein und ehrwürdig zu sein, dann ruft eure Männer zusammen und helft uns, diese orkische Bedrohung zurückzuwerfen. Schweigt, Langbeck, keine Lügen. Wir alle wissen, dass ihr den Krieg begonnen habt. Aber genug davon, es ist an der Zeit, dass er beendet wird. Ich rufe beide Parteien zu Friedensverhandlungen zusammen. Wir sollten das ausdiskutieren. Haha, sehr witzig, Menschling. Darauf fallen wir nicht herein. Wir vergessen nicht, was ihr meinem Vater angetan habt. Wovon redet ihr? Ich bin Kapue. Ich bin Kapu, Sohn des Schwarzauge Karun.
Vor 27 Jahren meucheltet ihr hinterrücks meinen Vater, nachdem ihr ihn mit dem Angebot gelockt habt, der Nordallianz beizutreten. Was? Uns wurde überbracht, dass er unsere Einladung abgelehnt habe. Das war das Ende der Vereinbarung. Ich weiß nichts von einer Ermordung. Ich war selbst dabei, als der orkische Bote die beleidigende Ablehnung überbrachte. Ein Bote? Wer? Wenn ich mich recht daran erinnere, war es irgendein Ork namens Shantaum? Komisch. Kommt mir dieser Name nicht irgendwie bekannt vor? Sieg. Und boah, war das geil. Okay, nicht mal die Hälfte der Runden haben wir gebraucht. Einfach wegen einer ganz kleinen Lücke in seiner Verteidigung. Haha. Haha. Geil. Und ich habe kaum nennenswerte Verluste. Ja gut, ein Meuchler, den meinen Jetto verloren, aber hey.